einer 5 waren und du eine weggemacht hast. Ah, jetzt ist es weggespawnt. Ja, einer ist weggespawnt, aber zwei. Ja, okay, jetzt sehe ich da, okay. Es läuft. Ja, jetzt. Ich habe einen langen Bogen. Der kommt schnell zurück, den speichern wir erstmal. Ja, warte. Oder soll ich jetzt schon speichern? Edo? Nein, warte, lass mir erstmal zurückkommen. Nee, ist doch egal. Nein, lass mich zurückkommen! Ficke er sich an sein Knie, wenn du jetzt speicherst und die sieht mich kurz danach, dann bin ich am Arsch, die ganze Zeit. Ich habe überlegt, ob ich speichere, wenn du in der Luft bist. Ja. So, Pyler, ist der schon wieder da? Mhm. Noch nicht. Achso, doch. Okay. Warte, dann speichere ich erst. Bist du fertig mit deinen Zaubersprüchen sortieren? Weil, wenn ich jetzt speichere, dann sind die fürs nächste Mal auch fertig. Naja, der macht das jetzt, weil sonst musst du das jedes Mal jetzt neu machen. Ja. So, ich habe einen Bogen. Ich habe einen langen Bogen. Ich kann den aber nicht benutzen. Das Kriegswaffen und Langbögen. Der macht 4 bis 11. Habe ich den jetzt rausgeschmissen? Genauso wie die Armbrust eigentlich, schade. Nee. Da. Okay. Stacked, den haben wir. Vielleicht wenn du den Langbogen benutzt. Guck mal, ob du mehr Schaden machst als mit der Armbrust. Ich mach 12 bis 9, ja, kann ich nehmen. Machst du auch 4 bis 11 Schaden? Du hast mir jetzt den Langbogen reingeballert, ne? Ich hab dir den Langbogen reingeballert, ja. Ja, auch 2 bis 9, okay. Schade. Aber das andere auch plus 3? Brauchen wir die Armbrust nochmal? Warum machst du denn? Ne, ist auch 3 und 9. Schade eigentlich. Hat Pyler Langbögen, Kriegswaffen? Kann sein. Aber damit habe ich 2 extra Specials, wie ich gerade sehe, mit dem Langbogen. Ja. Ja, das ist sogar gut. Das eine, da büßt du 3 Meter deiner Bewegungsgeschwindigkeit ein, aber deine Attacke macht dadurch mehr Schaden. Das ist, glaube ich, auch ganz gut für dich. Ja. So, ich bin sortiert. Und Pyler ist, glaube ich, eher auf Kurzbogen. Vielleicht ist das besser für ihn. So. So ein Goblin-Bogen, oder was? Nee, ich habe einen Kurzbogen. Na, ich bin halt kein guter Bogenschütze. Entweder leichte Armbrust oder Kurzbogen. Naja, aber wir wollten gerade gucken, ob... Würde ich halt eher mit meinen Feuerattacken angreifen, weil die machen im Moment bis zu 10 Schaden und wenn ich mit dem Bogen schieße, dann habe ich halt maximal 9 Schaden. Ist halt, ja. Nee, es geht einfach nur, dass du die Armbrust gegen den Bogen auswechselst, ob das vielleicht besser für dich ist. Naja, Reichweite ist halt 18 Meter, ist genau wie meine Zaubersprüche. Nee, ist auch 18 Meter. Wechsel die einfach mal kurz aus und wir gucken, wo dein Angriffsbogen drauf ist. Okay, ja, mach ich. Unten liegen 2 Bögen drin. Ja. So, nee, da hast du plus 1. Das, also ein Kurzbogen ist nicht so gut für dich. Noch schlechter, ja. Plus 1 und 10. Ja. So, eine Fackel könntest du aber noch nehmen. Achso, nee, hä, jetzt ist er in deinem Inventar, ist ja komisch. Du musst die im Inventar einfach nur haben, dass sie bei dir aufploppt. Ja, klar. Und mit einer Fackel kann man nämlich, mit der Fackel kann ich auch angreifen. Ja, natürlich. 2 bis 8 Schaden und es brennt. Ne? Ja, also die Fackel ist jetzt nicht so schlecht, also bei dir auf jeden Fall, bei mir schon. Na wieso, wenn du brennst und so als Kamikaze noch? Na, im Kampf 0 bis 5 ist bei mir nur. Aber steht kein Brennen da? Nee. Nein, das ist nur bei dir. Ja. Deswegen. Aha. Ja. Wir müssen da immer alle schön durchchangen. So. Na gut. Also da unten habe ich jetzt die Eier weggemacht. Die Ei-Nest habe ich weg. Wie komme ich jetzt darüber? Also du kannst ein Stück springen, aber ist die Frage, ob das Viech mitbekommt. Aber pass bitte auf, nicht, dass du gleich im Kampfmodus bist. Ich kann da hoch. Ist sie denn gerade? Ich kann da hoch. Alter. Ich hab eine Idee. Warte, bleib mal da hinten, Yuse, nicht, dass sie dich sieht. Wo ist sie denn gerade? Hast du gespeichert? Oh no, Aspo, warte. Seid ihr fertig alle? Ja. Ja, speicher mal. Ich probier mal was. Soll Pyler dich unsichtbar. Soll
kann er dich unsichtbar machen. Nee, braucht er nicht. Alles gut. Ja. Den ersten Angriff ist so mein Ding. Ich will nicht angreifen. Ja, wenn du die Eier kaputt machst, die diese respawnt, dann haben wir vielleicht weniger kleine Spinnen. Genau. Und dadurch weniger kleine Probleme. Ich hab geklickert. So. Kann mal einer von euch ein bisschen näher rankommen und mir und einmal verstecken oben und mir sagen, ob da die Spinne gerade oben ist? Achso, ich kann ja selber gucken. Ich würde generell mal auf Verstecken drücken und euch bewegen. Dann, das kostet noch nichts am Anfang. Okay, also die sieht mich hier nicht. Also entweder C drücken oder Verstecken halt und dann einfach nur ein kleines Stückchen laufen, dass ihr quasi versteckt seid. This goes for careful footwork. Geht auch da hoch. No color. Ich bleib hier erstmal stehen. Ich kann die so bestehlen. Fass ihm an seine Hintertasche. Du kannst doch einfach auch in meine Tasche reingreifen. Alles ist da. Ich beobachte dich, Digi. Ich habe ja auch eine Fähigkeit. Jede Menge Spaß dabei. Ich sehe bloß so halbdurchsichtig verpixelt, wie du irgendwie in die Luft stichst. Nee, ich mach Eier kaputt. Okay. Ja, die, Steine, die Eier sehe ich dann, ja genau. Gut, da hinten an die Eier komme ich nicht ran. Aber so sonst sehe ich gut, auch aber es wird ja auch schon deutlich weniger. Aber wenn ich dich unsichtbar mache, bleibst du trotzdem genauso hart kleben, ne? Weil unsichtbar bist du immer für 10 Züge. So steht das hier zumindest. Ja, das... Obwohl, du hättest kurzzeitig die Schuhe von Yuzen anziehen können, dann du wirst eingesponnen. Doch, eingesponnen ist das doch, glaube ich. Ja, genau. Hättest du frei laufen können über das Netz. Hättest du Yuzen Schuhe anziehen müssen. Müssen wir uns merken. Oh. Alles gut. Wahrscheinlich werden wir nach dem Level nie wieder Spinnen sehen. Ich könnte jetzt auch schon einen meiner Tiere rufen. Ja, verbrauchst du die Aktion nicht im Kampf, ja. Ja, braucht es. So, ich habe jetzt die Eier da drüben auch weg. Also seid ihr sicher? Ist aber ein großer Zauber. Das heißt, den kann ich halt nur aufladen, wenn wir eine lange Rast machen. Speicher nochmal. Dann komm erstmal hierher wieder, oder? Bin ich doch. Achso. Du bist so klein, ich hab dich nicht gesehen. Fick dich. Wäre theoretisch aber nicht so schlimm. Das Einzige, was uns verloren gehen würde, wäre von dreimal Fett einmal Fett. Also, ne, da hatten wir nur noch zweimal Fettspuren, wenn ich den mache. So. Mit dem Weiler, jetzt kannst du mich mal unsichtbar zaubern. Ja, mach ich. Dann versuche ich nochmal die Spinne da anzuhauen. Ansonsten geh mal schon mal ein Stück nach vorne, dass, falls es losgeht, du schon weit ein Stück vorne bist. Ja. Ich gehe so ein bisschen mittig auf die Plattform hier, ja? Ja, warte, hier hin bitte. Okay. Weiter nicht. Nee, weil wir müssen ja immer noch dran denken, dass die Spinne runterfallen muss. Deswegen lieber ein bisschen nach vorne und lieber nach hinten, aber... Ja. Ja, ich bleib hier stehen einfach, wo ich gerade stehe. Ja, ich muss das... Wir müssen das Netz auch treffen. Ich stelle mich doch schon mal nach vorne. Okay, wir sind im Kampf. Bam, Alter, die habe ich tot. Fuck nice. So. Okay, jetzt noch die große Spinne. Also ihr könnt mit reinjoinen, glaube ich jetzt. Nee, wir warten hier draußen, bis die große Spinne kommt, weil wir können aber auch schießen. Aber ich bin schon im Kampf. Aber Digga, bleib doch ganz entspannt. Ich bleib einfach hier, wo ich bin. Nee. Ja, wie gesagt, wir müssen ja immer noch die Dinger treffen. Zu weit dürfen wir auch nicht gehen. Aber dann muss Yuzen ein kleines Stück zurückkommen oder einen triggern, oder? Aber er ist auf oder der beides. Brücke. Also er ist auf der Brücke, es wäre cool, wenn jemand besser ist. Ich kann die Brücke abschießen. Okay, dann mach das mal. Ja. Also kannst du gerade nicht. Ich kann auch doch, David. Mach erst mal, wenn es nicht... Ja, nice. Perfekt. So, ich bleib hier stehen, oder was? Ich würde sagen, ein Stück zurück, oder Alex?
Ich schreib gerade. Macht mal. Jusen, du. Du kannst eigentlich nichts großartig machen. Doch. Weil die Spinne ist da unten halt. Komm mal einen Meter zurück. Naja, er muss ja immer noch vor. Komm mal ein Stück zu mir, aber bleibt immer noch. Ich habe Angst, dass die große Spinne sich woanders hin spawnt und kannst, dann auf Spinnen. Kannst du, David, nicht nochmal ein kleines Stück zurückkommen? Du kannst. Ich kann nicht mehr laufen. Okay. Jusen könnte ein kleines Stück zurücklaufen. Ja, wirklich. Ja. Ja. Aber genau, Jusen, du hast irgendwie keinen. Hast du nicht irgendwie einen Spell oder so unten drin in deiner Liste? Wie gesagt, zaubern kann ich gar nicht. Nee, zaubern nicht, aber ist da irgendwas mit einem Schild oder so, dass du dich so vorbereitest, so deine Verteidigung stärken kannst? Kram brauche ich, also das mache ich gerne erst, wenn die große Spinne vor mir ist. Was bringt das? Die wird gleich vor dir sein, glaub mir mal. Also mach das. Aber im Kampf bist du stärker und bewirkst zwei zusätzliche Schaden mit Nahkampfwaffen. Nee, aber stand da nicht, du kriegst auch mehr Widerstand? Genau. Oder Verteidigung? Hast du irgendwas, wo Verteidigung bei ist, die Streamer, Jute? Warte, ich kann das selber in bei ihm reingucken. Ja, und das wäre so top. Kampfrausch. So, bist stärker und bewirkst zwei zusätzliche Schaden mit Nahkampfwaffen. Ende vorzeitig, wenn du nicht eben zu Ende kannst du dich wieder auf Konsum noch Zauber wirken. Okay, das schon mal nicht. Göttliches Gespür. Nee, Kampfrausch, du warst schon. Göttliches Gespür ist wieder was anderes. Oh. Jetzt haben wir nur diese scheiß große Spinne und 6 kleine Spinnen. Das ist doch mal in Ordnung. Mhm. Aber okay, die Frage ist gerade. Zug und dann seid ihr erstmal dran. Obwohl, Kampfrosch hättest du eigentlich anmachen können. Okay. Der hätte nämlich 10 Züge. Kann ich dir gleich machen. Oh, die gehen eher auf mich. Aber die können nichts machen, die Wixies. Okay, ich könnte vielleicht 3 wegkillern. Also Jusen, Kampfrosch immer anmachen. Wenn du T drückst, klappt das Ding aus und entsteht. Außerdem bist du gegen physische Angriffe resistent und bei Stärkewürfen, bla bla, bei Rettungswürfen bist du im Vorteil. Ja. Okay, ich hab's und das hält 10 Züge. Also. Alex hat's auch schon 8-mal gesagt. So, ich kann. Jusen, kannst du weglaufen noch? Nee, ne? Nein, immer noch. Da stehen 6 Spinnen um ihn rum. Wie soll er denn weglaufen? Ja, Diggi, aber da können wir jetzt schon neu starten, mal ohne Witz. Jusen ist tot und David ist tot. Keiner ist tot. Entspann dich doch mal. Denn was soll ich machen? Ja, ich warte. Ich sag, in 10 Zügen sind alle tot. Nee. Aber du könntest vielleicht auf einer der kleinen Spinnen schießen schon mal mit deinem Bogen. Oder so ein Feuerfeuer machen. Nee, ich hab keine Aktion, warum auch immer. Achso, weil ich vorhin schießend ins Game. Also ich hab die ja angeschossen, deswegen ist meine Aktion weg. Ja, dann Peiler vielleicht nochmal eine weg, Kinder. Mhm. Nee, ich kann noch nichts. Einfach ein Bildungsschuss. Ja, irgendwas nicht teures, ja. Ist ja nur ein 6er, sag ich mal. Ja, sehr perfekt. Gut. Eine tot. So, jetzt bin ich dran. Ich kann dir auch eine wegnehmen, Jusen. Das wäre nett, ja. Ich bin gespannt. Gespannt. Schade, dass man. Gespannt. Ich würde gerne wissen. Mhm. Wie die Sichtlinie sind, aber die sehe ich ja erst, wenn ich mich verstecke. Ja, und das ist, glaube ich, eine Aktion, oder nicht? Mhm. Ja, das ist eine Aktion. Nee, ich habe es als Bonusaktion. Ah, ja, okay. Ich kann danach noch angreifen. Mhm. Nee, hat nicht geklappt. Scheiße. Na gut. Also die sehen uns hier komplett. Die Sichtlinien sind quasi einmal da. Okay. Oh, nice. Ich kann meinen krassen Angriff machen. Cool. Bam, nice. Danke dir. Gut,
Na, nicht mit dem Rücken am besten zu den Gegnern, denke ich immer. Ja. Okay, okay. Ich kann jetzt einen Rundumschlag machen. Kannst du danach noch glauben? Immer noch. Ja, ja. Nee, wenn eine überlebt, dann nicht. Ja, okay. Ja, aber das war ja die Frage. Oh fuck, ich kann nur zwei anstatt immer nur wegkillern, Chaser. Ja, dann lass uns mit dem Rundumschlag. Ja, aber. Wieso sind doch zwei weg? Ja, wollte ich gerade sagen, besser ist nur einer, ja. Du überlebt er das vielleicht und dann können wir halt. Aber vielleicht vorher Kampfrausch anmachen. Ja. Okay. Weiß ich jetzt erstmal. Ja, ja, aber es hätte 10 Grund. Ja. Digga, das hätten wir. Aber du hast vorher 2 Schaden mehr gemacht. Ja, stimmt. Dann hättest du die Leute, ja, es tut mir leid. Ich bin doof. Gebe ich jetzt zu. Soll ich ein bisschen zurückkommen? Nein, immer noch. Mein Gott, warum wollt ihr denn immer laufen, wenn Gegner vor euch stehen, Alter? Warum bist du denn jetzt gelaufen? Bin ich doch gar nicht, ich habe einfach beendet. Ah, nee, okay, war dran, wir waren dran. Alles gut. Entspann dich jetzt mal. Ich habe kaum Schaden genommen, also Respekt erstmal an meinen Charakter, vielen Dank dafür. Das war, glaube ich, ein Kampfrausch. Ja, das ist ja so gut. So, wie viel Leben hat Jusen noch? Der hat noch genug. Ja, bei mir geht's noch, alles gut. Er tötet die beiden Sechser vielleicht erstmal. Ja. Naja, ich würde eher auf die Zweier gehen. Ich mache nur noch das, was Alex mir sagt. Nee, wieso? Also. Du kannst doch selber entscheiden. Du hast doch deine Spells auf. Ich weiß doch gar nicht, was dein Charakter kann. Na, du hast gerade gesagt, ich soll die Spinnen töten. Ja, das ist doch erstmal okay, ja. Töte die Spinnen. Egal wie. Wir müssen ja erstmal warten, bis die große Spinne sich wieder bewegt und in der Zeit. Ja. Weil Hauptsache, du benutzt jetzt nicht irgendwie was Teures, weil diese haben nur 6 Leben. Also, ja, ansonsten meine, wenn ich meine Krabbe rufen würde, würde die ab der nächsten Runde vielleicht den nächsten töten und wir hätten einen Charakter mehr, der halt mitspielt. Opfer, aber das wäre halt eine große Opfer, Sache. Okay, ich. Du kannst die Krabbe machen, ja. Ja, finde ich okay. Kann man machen. Ja, Alex? Jetzt haben wir ja noch die Zeit. Die große ist noch nicht da. Okay. Und deswegen. Ich bin auch noch mal dran. Ich kann ihm ja noch eine wegnehmen da. Okay. Ich kann die recht weit spawnen. Ja, dann, wenn du die. Nicht im Gift. Wenn du die dahin spawnen könntest, wäre super. Direkt daneben, ja? Ja. So, aber angreifen kann die erst. Nee, die kann jetzt vor den kleinen, die kann vor den kleinen Spinnen angreifen. Ja. Die ist jetzt sogar noch jetzt dran vor mir. Ah, na, siehst du, nice, cool. Na dann. Als NPC. Kannst du noch irgendwie eine Aktion machen? Ja. Kannst du den Zweier angreifen? Ich kann noch laufen oder springen. Nee, der Zweier läuft einfach rum. Nee, aber angreifen kannst du nicht. Davon. Du sollst die Sechser angreifen, wenn dann vor dir. Nee, angreifen kann er nicht. Er hat gesagt, er kann springen, laufen und einen Trank nehmen. Wenn genau, nur mit meinem würde, Charakter. Ja, okay. Nur mit meinem Charakter. Hm? Ja. Soll ich da jetzt stehen bleiben? Ja, bleib stehen. Besser gut, ist es. Dann nehme ich meine Krabbe. Genau. Hau da eine Spinne weg. Warum macht er das? Die Krabbe ist doch oben vorne. Nein! Du musst links, glaube ich, den auswählen, Digga. Bei deinem Bild. Daneben ist deine Krabbe. Klick mal auf die Krabbe. Links an der Seite. Nicht oben, ja? Sondern hab, links. Hab. Naja. Kannst du sie jetzt bewegen? Nee. Die Aktionen sind im Rufen schon vorbei. Da hätte ich mal drauf achten sollen, dann wäre ich nicht so dicht dran gegangen. Aber ja, da muss ich jetzt mal leben, aber ich habe ja vor das Leben. Also gucken wir mal, was passiert, würde ich sagen. Ne? Still on my feet. Weil ich kann jetzt noch schubsen oder. Ja, kannst du zurückspringen? Nee, nur antäuschen. Nee, geht nicht. Nee, dann lass es. Okay. Wenn man's kann, Digi, dann auf jeden Fall, ja. Was? Gut. Oh
gerade. Ach komm, Fehlschlag. Aber du wirst kein kritischer. Ist glaube ich egal, ob Fehlschlag oder kritischer Fehlschlag. Außerdem traurig. Ich wäre ja immer noch dafür, dass wir weiter zurück zu David laufen und die Enge. Wir müssen ja hoffen, dass die Spinne noch auf dem Netz kommt. Nee, dazu sind wir von Anfang an zu weit hinten gewesen. Siehst du, jetzt ist schon oben Netz, ne? Naja, vor allem, ich habe ja auch die Eier weggemacht. Die geht nicht mehr auf die Seite. Ja, aber richtig. Die hat jetzt immer noch 82 Schaden. Darum ja, geht's. Aber deswegen weiter zurück. Die geht doch aber nicht auf die Netze, weil ich habe doch die Eier kaputt gemacht. Richtig. Die ist doch nur dahin gespawnt, um die Dinger zu rufen. Nee, die ist doch gerade eben. Okay. Nee, ja, die ist eben runtergefallen. Ja. Sie ist, wie gesagt, jetzt gerade hier vor uns. Okay. Ja, und jetzt wird sie nicht mehr zurückgehen. Genau. Korrekt. Ja. Heißt, erstmal die kleinen Viecher da wegmachen, wäre nicht schlecht. Ich würde mich halt auch gerne... Naja, als nächstes sind die kleinen Viecher dran. Hm? Die kleinen Spinnen. Deswegen müssen wir die jetzt als erstes töten. Weil du kannst auch ganz normal angreifen, dein normaler Angriff ist links bei der... Ich laufe schon mal Richtung Spinne einfach, oder? Ach, nein, du sollst nicht laufen. Da sind doch immer noch Spinnen vor dir. Nein. Mein Gott, Alter. Hau die 6er Spinne weg. Er hat schon eine getötet. Ich war gerade im Lesen. Was ist denn gekniffen an den, die ist tot? Ja, und die ist tot. Die stand im Gift da irgendwie. Nee, die hatte irgendwie Kniffeneffekt. Ach so, von Pilots Krabbe. Okay. Genau, das wollte ich noch lesen. Mhm. So Pilot, wenn du jetzt zurücklaufen kannst und die kleine Spinne noch tötest. Welche? Es gibt nur noch eine. Ah, okay. Die da. Ja. Wie weit zurück? Naja, ist die Frage, was machst du jetzt, David? Warte mal bitte. Ich überlege, ob ich die kleine Spinne töte, weil an die große könnte ich jetzt nicht direkt ranlaufen. Heilung braucht bis jetzt aktuell auch keiner. Ich könnte versuchen... Kannst du Usen göttliche Führung machen oder so? Ich könnte meine Kugel bei der fetten Spinne spawnen. Das wäre natürlich auch... Oh ja, optimal. Beziehungsweise Pyler könnte vorher seine Dings drunter machen. Oh, das wäre noch besser, ja. Ja, dann den Ölteppich und dann die Kugel spawnen, ja. Also, ja, dann macht das beide. Okay. Ja, dann macht das beide, ja, weil ich bin auch noch dran vorher, ich kann die kleine Spinne töten. Das ist eine geile Idee. Kann mal bitte einer in den Stream gucken, nicht, dass ich diesen Ölteppich falsch lege und sie dann am Ende doch nicht brennt, so wie wir es jetzt schon dreimal hatten. Wenn sie leuchtet, triffst du. Digga, die hat vorhin, wir hatten die zu... Zwei Dritteln, ein Drittel, immer drin, die hat geleuchtet. Aber das muss doch wohl treffen, Pfeiler, wir können das sowieso nicht beeinflussen. Mach's einfach. Okay. Aber kannst du bitte... Ja, perfekt. Perfekt, Pfeiler. Perfekt. Ja, aber... Vorhin war auch perfekt, aber... Oh nein, ich lauf nach vorne. Noch perfekter Leute, sehr gut. Bin ich in einem... scheiße, ich hab mein ganzes Laufen gemacht. Na, ich kann mich noch bewegen. Also ich geh mal zurück, ne? Ja, geh mal. So weit wie ich kann. Nicht so weit. Mach mal hier ungefähr. Okay. So, dass der Felsen zwischen dir und der Spinne ist in der Sichtlinie. Jaulini, du wolltest die kleine Spinne jetzt so vor mir fertig machen, oder? Ja, ich bin noch gar nicht dran, Digga. Okay, ich wollte nur fragen. Entspann dich doch einfach. Eins nach dem anderen. Nein, es geht nicht. Zu viel Angst. Panik. Mr. Krabs. Beschwörte Krabbe, Stufe 1. Muss man Amulett eigentlich da nicht mit reinspielen? Das war doch auch... Ach nee, ist Nekromantie. Das ist ja noch mal was anderes. Hammer. Ich stehe noch in der Sichtlinie drin.
Das ist mal die Frage. Ah, Mist, der Feuerball macht danach auch nochmal Schaden. Ah, okay. Ja, ich kann den ja zum Beispiel, wenn ich auf einer bestimmten Reichweite bin, auch nehmen und gegen die Olle gegenkloppen. Vielleicht. Ja, nee, aber ich dachte. Aber ich, ja, natürlich! Wie viel hast du? 20 und vergiftet. Na, ich kann dir einen Healstupser geben. Aber ich kann auch erstmal an dich rankommen, aber ich habe meine Krabbe. Sagt erstmal, was meine Krabbe machen soll. Also, ja, jetzt erstmal. Warte mal. Also, ja. Erstmal den Ball da ranrollen. Obwohl der Ball ist doch auch dran. Okay. Der ist ja nach mir erst dran. Ich bin ja gerade erst dran. Das Ding ist, ich habe überall Gift vor mir. Wenn ich aber doch. Ich viel weg, oder? Seid doch alle gleichzeitig dran. Nee, ich bin jetzt. Obwohl, kann ich auf den Ball klicken? Ja, Alex, ja, lass okay, doch. Ja. Okay, ja. Dann erstmal den Ball. Wenn er sagt den Ball, dann machen wir erstmal den Ball. Erstmal den Ball. Dann die Krabbe. Na, ich hatte gesagt, erst. Ich hätte erst gesagt, die Huren soll nach hinten gehen, ein Stück, aber. Warum denn? Ich muss springen, vor mir ist überall Gift, wenn ich da durchlaufe, bin ich ja schon Gift. Warum soll sich dein Jusen jetzt erstmal bewegen? Ich weiß halt nicht, was die Kugel macht und wie sich die Spinne dann bewegt, aber dann lass erst die Kugel bewegen und Attacke. Die Spinne bewegt sich doch jetzt überhaupt nicht. Die Kugel ist doch jetzt dran und rollt gegen die Gegend. Heiler auch noch dran? Ja. Ja. Ja, alle sind dran. Mit der Krabbe und mit mir. Genau. Also, okay, komm, hört einfach auf, Shaolin und los. Genau. Erstmal die Krabbe und der Ball angreifen. Und dann gucken wir, was passiert. Ich hatte gesagt, Ball oder Krabbe? Kann ich die Krabbe an... Ah, die Krabbe stirbt dann, weil ich hätte gesagt, kannst du noch mal einen Teppich hinlegen? Wir machen einen Teppich. Ich kann auch mit der Krabbe vorher ein Stück zurücklaufen. Ist auch kein Problem und der macht es. Ist mir doch... Spinne jetzt, wäre auch eine geile Idee. Aber wenn ich mit dem Ball angreife, geht, glaube ich, der Ölteppich wieder an. Oh, deswegen würde ich mit dem... Welcher Ölteppich? Ja. Das hier ist Gift. Das brennt doch nicht. Den du gleich legen könntest. Ja, aber Peiler hat doch viel stärkere Zauber. Warum wollt ihr dann mit dem scheiß Ölteppich? Wir haben doch jetzt nur noch ein Single-Target. Richtig. Ja gut, hast recht. Also so, jetzt mit dem Ball... als erstes die Krabbe. Weil die Krabbe stirbt wahrscheinlich, wenn der Ball davor steht. Okay. Ja gut, ich kann mich mit der Krabbe auch zurückziehen und kann später, die hat viele Laufpunkte. Ich kann danach auch nochmal ranlaufen, Alex. Also ich kann hinter David laufen. Ne? Ja, aber und dann kannst du doch nicht angreifen. Doch, kann ich immer noch. Die Spinne oder was? Mit der Krabbe. Ja, aber du kannst doch hinter David kannst du doch die Spinne mit der Krabbe nicht angreifen. Nee, aber ich kann danach, wenn David seinen Zug gemacht hat, mit der Spinne auch wieder vorlaufen. Aber es geht doch gerade darum, dass die Krabbe jetzt als erstes angreifen soll. Okay, dann und David seinen Zug dann nicht machen soll. Ja, okay. Ja, Krabbe angreifen. Jetzt. Go. Bei der Spinne. Ja! Ja. Okay. Bitte. Okay, Fehlschlag. So, kannst du jetzt mit der Krabbe noch laufen? Nö, na. Ja, ein Meter, so. Deswegen gleich, Obwohl, ich muss gucken wegen. Okay. Ist weg, egal. So, ja. Feuerball jetzt, habe ich gehört. Feuerball ran, na. Sind nur 40%. Nice. Passt. Und jetzt nochmal hinweg, machst du nochmal extra Schaden, oder nicht? Kann der Feuerball dahin rollen? Ja, aber. Obwohl, doch, ja, mein Radius, warte. Muss mal drehen. Sehr gut. So. Die Band jetzt auch noch, easy going. Ja, da liegen bleiben. So. Jetzt ist Yuzen. Ich kann noch angreifen. David und Peiler noch. Genau, so, was wie gesagt. Ich müsste erstmal rundherum laufen, das wäre ungünstig, oder halt springen und ich weiß nicht, wie viel das wegnimmt. Also ich könnte 24er Säure machen. Soll ich springen und versuchen Nahkampf zu machen? Und erstmal nah ranzugehen? Und zu du hast doch jetzt auch einen krassen Bogen. Ich kann auch schießen, na klar, aber ich meinte nur, Nahkampf ist natürlich besser als im Bogen. Kannst du denn, wenn du in Richtung Alex springen würdest, immer noch mit dem Bogen schießen? Das ja. Ja, aber er kann auch da stehen bleiben, dann hat er auch doch seine Aktion nicht vergeuden, um zu mir zu springen. Naja, dann aber wir. Wenn David und ich halt Angriffe machen, sagen wir mal, die flächendeckend sind, auch so kurz vor euch und wo die Spinne noch drin ist, weil sie ja eh an euch rangehen werden würde oder an uns, könnte man das halt so ein bisschen abfangen, um noch ein bisschen extra Schaden rauszuholen. Also wäre bloß so meine Idee.
Es geht jetzt eigentlich nur darum, so viel Single-Target-Damage wie möglich zu machen. Okay, Alter. Na dann Attacke. Dann Randa an die Manda und dann Blumanda-Attacke. Okay, dann schieße ich jetzt mit Bogen auf ihn und mach. Entspannt. Na, guck doch mal. Hast du einen Schenkelschuss oder sowas? Ja, genau. Guck doch mal deine Fähigkeiten durch. Du hast doch jetzt durch den Bogen was Neues gekriegt. Sicher. Ja, und was macht das? Mit deiner Bewegungsrate im Verwendungszug würfelst du zweimal Fernkampfschaden und verwendest das höhere Ergebnis. Ja, dann mach das. Ja, würde ich ja machen, aber. Nee, warte, du hast Schenkelschuss. Damit kannst du die Bewegungsrate um 50% verringern. Da bewegt die sich auch nicht mehr so viel. Aber die kann sich doch teleportieren. Ja gut, aber ist das Teleportieren auch auf 50% aus? Ja, ja, ich habe keinen Schenkelschuss, nein. Ne, ich hab's heute gesehen, aber... Na mach doch das mit den zwei Dingern. Also ich bleib hier stehen, ich soll mich nicht woanders hin bewegen, ne? Ne, bleib da einfach stehen, ne? Oh, Peiler ist bei mir. Ne, ich mach Schaden und. Aber der braucht Peiler heilen. So, das hat jetzt gar keinen Schaden gemacht. Doch, was Peiler gemacht hat. Was das? Also. Was hast du jetzt gemacht, Peiler? Warum waren jetzt kein Single Target? Ich hab die Fettfläche gemacht. Aber ja, warum machst du das denn? Es brennt doch voll. Das siehst du doch, dass es vor ihm brennt, oder nicht? Ja, aber warum hast du denn die Fettfläche? Die macht doch nicht so viel Schaden, als hättest du jetzt einen Blitz Spell genau, oder sowas. Genau, du hast noch riesenkrasse Single-Target-Damage Spells. Ich hab euch dreimal gefragt, also mir ist es egal, irgendwann mach ich irgendeine Attacke. Ich hab's dir doch gesagt vorhin. Zweimal. Ja, mach mal. Na, ich oder was? Doch. Ja, scheiße. Und jetzt kann ich halt nicht mehr ranlaufen, weil du jetzt alles verbrannt hast da unten. Thank you. Ja, ihr müsst halt umdenken kurz. Drauf schießen oder so. Soll ich nach hinten oder nach? Doch, ich glaube nach hinten. Na, so weit auseinander wie möglich, ja. Ja, das sollte passen. Ich kann ein Stück hier hochlaufen. Verstecken geht nicht mehr, okay, raus. Vielleicht ist das Spiel gnädig, du kannst an der Seite vorbeilaufen. Ah, 15, nice. Scheiße, oh, jetzt sterbe ich. Wenn du mich jetzt heilen könntest, wäre super. Ja. So, mach sie tot. Mit krassen Spells. Erst ja, nicht, dass ich wieder den falschen mache, also sag mir bitte wie. Den krassesten Spell, den du hast, der am meisten Schaden macht. Genau, und dann verbrennst du und dann bin ich wieder schuld, ist klar. Okay, dann mach ich jetzt auch Nahkampf und ich versuche. Na, du wirst doch irgendwas haben, was jetzt keinen Flächenschaden macht, oder? Oh nee, mach den Flächenschaden. Stefan. Und auch wieder. Du bist wieder rausgelaufen. Ja, aber ich habe keinen Schaden genommen. Ey. Jeden Kampf machen wir dieselben Fehler. Ich bin jetzt noch im Feuer zu stehen. Und ich habe doch jetzt gar keinen Schaden genommen. Ja, Jusen, das war Glück. Ja. Das war wirklich Glück. Du hättest jetzt genauso gut tot sein können. Das stimmt. Bin ich ja nicht. Und jetzt? Ey, mein Flammball verbrennt mich. Der rollt mir hinterher, warum macht der sowas?
Renn weg. Wie kann ich ihn denn steuern? Scheiße. Opfern, aufgeben. Steht hier. Aber schön, Alter. Obwohl du gedacht hast, wir verlieren jetzt alle, haben wir trotzdem gewonnen, ne? Ja, aber das mit dem Weglaufen ist halt wirklich blöd. Außerdem hast du doch gesagt, wir sind alle tot. Na dann bitte sehr, hast mir das Gegenteil bewiesen. Hat die jetzt nur einen guten Loot gegeben oder nicht? Nee, da war eine Kerze drin oder sowas. Nee. Wenn der Träger einen Zauber wirkt, der Giftschaden verursacht, bewirkt er zusätzlich 1-4 Giftschaden. Okay. Netzgranate. Alter Falter, können wir vielleicht erstmal speichern vorher? Bevor wir jetzt hier irgendwas machen? Hier mit dem Fluch belegen, dann macht der für 3 Runden 2-5 Schaden. Ja, das weiß ich, da muss ich aber ein bisschen näher dran stehen. Ja genau, aber du hast danach auch einen Vorteil gegen Angriffe gegen das Viech. Das heißt, wenn wir wieder einen dicken Boss haben und du den tanken solltest, sage ich mal... Dann würde ich das mal machen, ausprobieren wollen, ja. Dann verletzt du den und machst danach halt auch gleich wieder mehr Schaden. Ja, so war mal der Plan, aber... Also die kleinen Viecher machen wenig Sinn. Na und du nimm doch dein Heilen mit. Du hast ein Heilen bei, was dir nur eine Bonusaktion kostet und das heilt dich von 4-13. Kann mir einer vielleicht sagen, wo ich lang muss? Wir machen gerade gar nichts, beziehungsweise bin ich im Lager. Okay. Wir haben hier unten einen Wegpunkt entdeckt, flüsternde Tiefen. Ja, wir können jetzt hier wieder jetzt hin teleportieren. Zu Alex? Ich sehe dich nicht auf der Karte. Ja, weil die gerade im Lager sind. Aber wir sind noch hier in dem richtigen. Alex, du hast ein Dings. Ich spiele eine Melodie, um andere anzuziehen und zu erfreuen. Du bist hier der Musikant in unserer Gruppe. Den mach ich für mich. Ja. Ja, du spielst nur für dich allein. Sehr gut. Nach dem Spinnenkampf brauche ich ein bisschen Freude in meinem Leben. Ja. Jetzt bin ich auch noch Geiger, Alter. Ja, ich bin Geiger für dich, ja, warum? Oh, ich geb dir gleich die Flöte in den Arsch und puste ihn mal, ja. Gefällt's dir nicht? Gib mir echt Mühe. Naja, okay. Ich geb dir einen stets bemüht. Dankeschön. Also bevor wir in dieses Goblin-Lager gehen, würde ich gerne erstmal in die Stadt und verkaufen. Ja. Na, wisst ihr, wo die Stadt ist? Ja. Wollen wir da jetzt heute noch hin, oder was? Von mir aus können wir jetzt noch verkaufen, ja. Aber das Goblin-Lager will ich heute nicht mehr machen. Mhm. Ich bin bei dir, falls du verkaufen willst, ich bin bei dir. Ja, auf die anderen warten erstmal. Können wir uns denn irgendwann zu euch hin teleportieren oder muss ich da jetzt aus der Spinnenhöhle noch rauslaufen? Ne, wir sind noch hier in der Höhle. Ja, wir sind hier noch in der Höhle, ja. Ich seh dich aber auf der Gasse, da oben bist du. Ja, du musst da unten so nach unten links so. Nach Westen auf der Karte. Ja. Ja, du siehst es doch auch, oder, Peiler? Naja, die ganzen Spinnennetze sind kaputt und dadurch muss ich irgendwo unten runter durchlaufen, ja. Andere Richtung, wieder andere Richtung, um dann irgendwie zu euch zu kommen. Nein, du kannst
kannst hier den, du kannst hier die Ranken runterlaufen. Tyler, bleib stehen. I feel a breeze. I wonder what's down there. Ich bin auch die Ranken runter. Achso, naja, dann ist gut. Nee, Tyler, geh mal zurück. Hier hin. Boah. Gehen wir jetzt zum Portal oder wo gehen wir hin? Geh mal hier hin. Zum Händler habe ich gehört. Schau, den weiß den Weg. Oh, nee, kann und jetzt mehr. Kannst du da die für den Felsen runterklettern. Neben dir. Da, genau. Tippitoppi. Nein! Ey! Ist das wieder runterklettern in den Sturm oder was? Nein, das ist wieder hochgeklettert. Hier zu mir. Steh hier drüben. Ich bin noch am Rand. See. Dann nehmen wir das Portal. Seems simple enough. So, naja. Ach so, ach Quatsch, nicht Lager. Ist so, Wolfsburg hat der Ruin? Nee. Die anderen Karten aber auch nicht sehen kann. Nee, warum das Klippen am Straßenrand, überwucherte Ruinen, zerstörtes Dorf. Umgebung des. Oh fuck, ich bin irgendwo gerade hingespawnt. Verwüsteter Strand, das ist es nicht. Wie bist du denn zum verwüsteten Strand gekommen? Ich würde sagen, überwucherte Ruinen, oder nicht? Da bin ich gerade. Na, ja, dann gehen wir mal zu den. Ja, gehen wir zu den Ruinen, dann sind wir wenigstens alle zusammen. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Ach, hier sind wir, okay. Aber da. Das ist. Ah, jetzt haben wir wenigstens die große Map. Genau, wir können Umgebung Smaragdhain machen, oder? Dann sind wir doch direkt da. Ja. Naja, obwohl jetzt sieht man das auf der Karte, wo wir hingehen. Ja, genau. Gut. Ja. Ja, Umgebung Smaragdhain. Brauchen wir jetzt hier nur noch immer rumlaufen, dann sind wir ja schon da. Öffnet das Tor. Tut mir auch die schöne Pforte. Cool. Oh, das ist geil. Pfeiler? Pfeiler ist noch in den überwucherten Ruinen. Gehen wir nochmal ans Portal, Pfeiler. Über Pfeiler ist gerade alles explodiert. Denn Umgebung des Smaragdhains. Oder den Weg lang laufen und nach rechts. Das war das auf der Karte, aber auch nicht pingen kann. Nach rechts. Rechts, 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 ja, genau. Das ist bei mir links. Gut, dann eben links. Ja, ich habe die Karte gedreht. Alles gut. Jetzt, und ihr wieder nach rechts. Oder? Ja, okay. Ja, das, was bei dir auch immer die Richtung ist, wo wir stehen, ja. Weil er kann, glaube ich, wenn er M drückt, gleich drücken. Ja, drück mal bei M. Achso, nee, Quatsch. Nee, achso, das ist doch da. Ja, der Stream war verzögert. Der hat gerade nachgeploppt. Tut mir leid, Leute. War schon ein bisschen müde. Und wir können, glaube ich, auch ohne Peiler laufen. Weil Peiler kann ja auch ins Lager gehen und da irgendwas machen. Kann er. Ich kann Taschendiebstahl machen. Nicht beim Händler, bitte.
Während ich versteckt bin, kann ich einen Taschendiebstahl machen. Ja, aber wir können, wir können das doch nicht jemand, mit, du bist mit Schurke. Aaron, Konnte ich vorher nicht. Ja, das kannst du erst ab bestimmten Leveln. Das ist ja, ne? Schaltet man neue Fähigkeiten frei? Bei mir sind es halt Zaubersprüche, bei euch sind es halt zum Teil andere Sachen. So. Ah, du musst vorher, du musst, so gute Zaubersprüche darfst du nicht einsetzen, die musst du, kannst du ja lernen. Ja. So richtig. Dass du die einsetzen, aber shit. Ja. David, verkaufst du? Wieso ich verkaufen? Du bist doch hier der Richard Teufel. Schurke. Bedien dich aus meinem Inventar, wenn das hier der Händler ist. Also das können wir auch nächstes Mal verkaufen. Dann können wir nochmal allen Stuff in Ruhe durchschauen und alles mögliche. Ja, jetzt guck, hier. Jetzt, guck doch jetzt einfach durch und dann packt's mir in den Inventar. Dann mache ich das jetzt hier. Ja, du wolltest doch Schluss machen. So, wo Aktion unten steht, hast du gesagt, nicht, ne? Wo Aktion unten steht, nicht, nein. Die können wir dann benutzen, die Sache. So, Fackel. Ne, Pilot hat keine Fackel wieder. Nö. Brauch ich die? Ist ein Zusatzding. Also, gibt dir auch Licht, wenn es zu dunkel ist und so. Ich habe auch Nachtsicht und so eine Scheiße. Also. Ja, aber du hast den Fackelplatz frei und das kriegt halt nichts auf. Also. Es gibt einen Fackelplatz? Also. Ja, welche ist denn das? Bei Nahkampf. Ah, das. Ah, okay. Ja, okay. So ist die Frage, wollen wir Bücher verkaufen? Emma und so eigentlich auch, also und oh, Angel und so. Angel weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Angel würde ich behalten. Ich pack's bei Alex rein. Er entscheidet. Plunder kann man ja auf jeden Fall weghauen, aber. Ja, das infernalische Eisen, das würde ich auch erstmal behalten. Wer weiß, was man daraus machen kann. Weil hier die Löffel und Schale und so, das ist Free Gold hier. Alter, Teller. 24 Gold. Ja, das Essen dürfen wir halt nicht verkaufen, also was ist alles was? Also deine Tragkapazität ist wieder voll. Du musst das nicht mehr mal wieder groß ist egal. Wenn du das verkauft hast. Nee, ich kann nichts mehr reinmachen bei ihm. Ah ja, ja stimmt. Ich gerade schon. Ich habe alles gerade so schön markiert. Alles ja, wie cool. Gesagt, wenn ihr Steuerung gedrückt haltet und Sachen anklickt, dann sind die markiert und dann könnt ihr alles mit einmal rüberziehen. Mhm. Aber nur, wenn Alex so viel Platz hat. Dadurch, dass er von uns am wenigsten Platz hat, ist das halt ja auch. Bin wieder leer. Ne, bei uns ist immer noch voll. Ja. Vielleicht musst du kurz rausgehen. Aus dem... Wir sehen schon, dass es weg ist, aber das Gewicht ist doch da. Achso, okay. Immer noch. Oder sortiert hier mal dein Gewicht, dein Inventar nach Gewicht. Ist da irgendwas Schweres dabei? Alter, die Rüstung hat einfach 18. Also die Bücher, ja, die Bücher können wir doch eigentlich auch verkaufen, oder? Ich weiß halt nicht, was die. Ich weiß auch nicht, ob das so wie in Oblivion ist, dass man, wenn man die liest, was lernen kann. Weißt du, wie ich meine? Also bis jetzt ja nicht. Es gibt manche, die leuchten das und dann ich habe zum Beispiel eine Blaupause für klingende Waffen. Aber mit der kannst du nichts machen. Kannst du halt lesen und. Ah, okay. Weg. Aber ich glaube eigentlich alles, was nicht. Leuchtet, sage ich mal, in irgendeiner Farbe, sei es blau, also so einen Hintergrund hat und so eine Umrahmung, ist eigentlich alles nicht brauchbar. Aber bei mir bist du immer noch feucht, Shaolin. Ja, ich bin auch noch gar nicht draußen.
Achse. Gucke hier gerade, ob ich für uns irgendwas Nützliches kaufen kann. Hier ist eine leichte Rüstung mit 12. Du erleidest ein weniger Wuchtschaden. Eine mittlere Rüstung mit 14. Du erleidest ein weniger Hiebschaden. Achso, du bist bei Twitch gar nicht mehr online. Nee, ich, also ich weiß nicht genau, wie wir den PC zusammengebaut haben, aber wenn ich immer zu doll auf den Tisch klopfe, dann macht er einen Neustart. Ach so. Mhm. Dann klopf nicht auf den Tisch. Ja, manchmal fällt mir die Hand vom Gesicht. Verstehe ich nicht. Tja, also er hat jetzt nichts Krasses hier. Vielleicht bei den anderen Händlern nochmal gucken. Da bleibt mal stehen, dass wir dir denn das Inventar reinholen können, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt nur. Jo, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, aber der hat kein Gold mehr. Also. Achso. Muss jetzt erst an einem anderen ran. Aber hier gibt's keinen anderen, oder? Doch, da unten gibt's doch 3, 4, 5. Ich hab herausgefunden, dass du einen Zauberspell auch hast, den du aber nicht bei hast. Der macht bis zu 18 Feuerschaden an brennbaren Zielen. Das heißt, wenn du die, glaube ich, mit der Schlotze einhaust, dann machst du dann danach den Spell und alle die mit Fett dran haben, die fangen an zu brennen. Aha. Den musst du nächstes Mal vielleicht mit reinnehmen, mal ausprobieren. Don't be grumpy, Roland. Pack mal we'll rein, was geht. I am not grumpy. Scowl on your face and find a troll. You're an idiot. Weiß ich nicht. Behalten wir jetzt die Bücher erstmal, oder was? Großschwert soll ich auch wegkauen? Ach ja, nee, warte mal. Jetzt habe ich wieder eine andere Waffe in der Hand. Morgenstern. Ich hab's euch rausgenommen, alles gut. Ja. Wo ist es? Die Zweihandachse kann ich wegmachen, ja? Ja, die brauch ich nicht mehr. Die Waffe, die du mir gegeben hast, ist besser. Was mit Langschwert? Brauchst du das? Nee, das brauche ich nicht. Kann auch weg. Aber eine Fackel, hast du noch eine Fackel? Depends. How many people are dumb enough to ask? Ich glaube, ich habe hier keine. Kannst du bei mir rausnehmen? Ja, Mann. Sagen wir mal, Bücher verkaufen einfach. Wo ist denn die Fackel? Da müsste jetzt bei mir drin sein. Hab ich. So, was hat er mir jetzt hier noch? Schriftrolle Federfall wiederbeleben. Seelenmünzer. Hä? Was hat er jetzt alles so? Hä? Die Färbemittel soll ich auch wegmachen, oder was? Die waren aus Versehen. Da hat ganz andere Items jetzt rübergezogen. Ja, und die Rüstung da oben? Schriftpfeiler auf jeden Fall nicht, die gehören alle zu Pfeiler. Goblin-Gemälde leuchtet auch, also das was leuchtet auf jeden Fall nicht. Stoff hier. Ja, Träger. Also alles was Stats hat, Lagervorräte sind, sollte man überhaupt nicht verkaufen. Ja, so weit komme ich mit dir. Das weiß ich.
So, was hat der denn hier? Achso, das ist wir bei Lahn, deswegen kommt das nicht. Jetzt kommt dort. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. I am not grumpy. Scowl on your face, front of troll. You're an idiot. Hier ist eine Handarmbrust mit Waffenverzauberung plus 1. 5 bis 10 Schaden. Ein Jagdkurzbogen wäre für Peiler vielleicht interessant. Würde mich eher über einen Zauberstab oder sowas freuen. Hat er leider nicht. Und da habe ich die meisten Punkte drin. Ein Kriegshammer. Kurzschwert, Kurzbogen, 5 bis 10. Waffenverzauberung plus 1. How long until Roland shows off his thunder wave? Weiß ich nicht. Depends. How many people are dumb enough to ask? True. Liebes Werkzeug, 14, 15 Stück fast. Könnt ihr mal bei euren Handschuhen und so gucken? Braucht noch jemand Handschuhe? Also ich habe noch keine Handschuhe mit Effekt und Pfeiler und diesen auch nicht. Müssen, hattest du nicht vorhin Handschuhe bekommen von... Ja, ganz normale Eisenhandschuhe oder Metallhandschuhe, ja. Das war, weil du noch keine hattest. Hast du die nicht an? Doch, habe ich an. Achso. Hab hier nochmal Metallhandschuhe mit Rettungswürfe, Stärke plus 1. Na, und Stärke brauchen wir ja nicht. Na, ich schon. Ah, okay. Ja, aber du, die hast du ja. Ja, ich weiß schon. Und Metallstiefel wären hier athletisch plus 1. Athletisch ist... Oh, die, if I met Leroy, der sich mehr bewegt. Aber was heißt denn? Ich weiß nicht, was athletisch ist. Kannst du rechtsklick auf untersuchen machen und gucken, was da ist? Ja, warte. Athletisch. Ja, athletisch ist athletisch. Achso, okay. Na dann. Wie teuer sind die? Wie viel haben wir? Wir haben 1400 Gold und die kosten 72. Na dann her damit. Wir gehen ein, würde ich sagen, oder? Ne, die gibt's ja nur einmal. Ach so. Deswegen. Oh, weiß ich nicht. Brauch, also hier ist eine ziemlich gute Armbrust. Wie viel Schaden machten die? 5 bis 10. Oh. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city. Good thing name. I am not grumpy. Scowl on your face in front of the trunk. You're an idiot. Das ist besser als mein Bogen. Naja, aber die Werte, die du siehst, sind glaube ich nicht die gleichen wie bei ihm. Oder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was was die Armbrust noch so als extra special hat. Ich nehme die einfach, die kostet 156, dann können wir ja gucken, bei wem die am besten ist. So. Okay. Ja, die anderen Sachen sind hier eigentlich eher crap. Also, ich würde für Peiler vielleicht nochmal bei einem Magier gucken, ob der einen Stab hat. Aber hier ist jetzt so kein Stab drin, der interessant wäre. Wir sind kriegen einen Nekro-Stab. Depends. How many people are dumb enough to ask? Seid ihr jetzt fertig mit drin packen bei mir hier? Ich glaub alles raus. Wenn du mir die Ambrus mal, hast du die schon gekauft? Ne. Nein. Digga. Okay. Bin gerade im Verkaufsbildschirm, aber irgendjemand packt bei mir immer was rein und. Ja, bin fertig. Achso. Jetzt bist fertig, okay. Ich weiß halt nur nicht, wie du meinen Rucksack entpackst, aber... Also, dein Rucksack, was? Ich hab recht weit unten meinen Rucksack mit reingeschmissen.
Den sehe ich nicht. Die, if I met Leroic and reeking of this place. Über der Flasche. Ganz unten und links unten vom Diebeswerkzeug, was ich dir ins Inventar gepackt habe. Oder auch links unten von der Angel. Die Angel ist ja auch da. Also, ne? Außer Flasche sehe ich. Das ist wirklich weit unten. Du musst scrollen. Nee, ich brauche nicht scrollen, also ich habe schon alles hier drin. Wahrscheinlich entpackt sich der Rucksack automatisch, wenn ich verkaufe. Zumindest kann ich es mir nicht anders erklären, weil ich sehe den nicht. So, der Rest ist Bücher und Briefe. Beere ist hier noch. So, das Eisen wollten wir behalten. Wermut hat eine Aktion. Das hat eine Aktion. Angeln. Don't be grumpy, Roland. We'll get to the city soon. I am not grumpy. Bücher behalten wir, ja. Die sind nicht schwer und ich kann ja mal gucken, ob das irgendwas sind. Vielleicht fragt irgend uns unseren Typ mal, ey, hast du das und das Buch und dann geben wir das und da gibt uns ein Schwert. Oh, aber die sind, also jedes Buch gibt 6 Gold und jeder Brief, also die sind ziemlich wertvoll tatsächlich. Naja, vielleicht sind sie auch nur zum Verkaufen dafür da, weil ich habe bis jetzt noch nichts Sinnvolles gefunden. Ja, na ich kann's ja erstmal. Genau, ne, die sind ja wie gesagt nicht schwer, die nehmen ja jetzt nicht ganz so Gewicht ein. Ich habe jetzt die Metallstiefel und die Armbrust im Inventar. Kann Yusen ja mal gucken, was er macht mit der Armbrust. Bis 8, okay. Don't you like it? Now you have it. Das hab ich das bei David besser, aber. David hat den Zauberdieb, der ist nicht. Der ist besser für ihn. Ja, ne, er macht doch mehr Schaden als die Armbrust. Ich bin für kurz und lang Bögen. True. Bei mir macht so ein plus 1. Kann zwischen Fernkampf und Nahkampf. War die aber besser. Oder? Ja. Angriffsbonus, ne? Ja, der Angriffsbonus ist plus 1. Erhöhte Trefferchance. Ja, na und die Range ist nicht so groß, ne? Also was macht denn der anderes? Was der andere Spell da? Kriegst du ja noch einen Spell dazu, anstatt bei dem anderen? Ja, ich krieg noch einen Spell dazu, ja. Leichtfüßiger Fluss. 5 bis 10 Schaden, wenn du diesen Zug gespotet bist oder dich zurückgezogen hast, kannst du als Bonusaktion einen Fernkampfangriff ausführen. Okay. Na, das ist krass. Also wenn ich laufe, kann ich nochmal angreifen. Er ist auch so eine Handarmbrust. Nur so eine kleine. Ja. Und durchbohrender Fluss mit klaffende Wunde. Na gut, das war ja bei der anderen auch schon noch rein. Gut, dann gucken wir noch, ob wir für Pyla noch irgendwie einen Stab hier finden. Eine Magierin hier oder so. Hast du nicht irgendwas von Schuhen? Achso, ja. Achso, hier, da sind die Athletisch. Ja, die Metallstiefel, ja, mit Athletisch, ja. Kann sich einer von euch reinpacken. Vielleicht ein bisschen schneller. Die hat, was ist die hier? Verkäuferin von Macken und sonstigem. Die sind. Das ist eigentlich auch was für Usen. Hilft dir, andere zu stoßen und Stöße zu widerstehen. Das Gesser wird wahrscheinlich nicht so oft umgehauen. You're an idiot. Ich saw you fighting those slimy bastards. Look, it ain't much, but it might make all the difference. Dankeschön. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me.